ihr seht, ich bin immer noch auf Bali in Uluwatu und heute ist mein Umzugstag. Ich glaube, das Wetter will mir den Abschied etwas erleichtern. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronenberlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Oh! Guten Morgen, wer sind Sie denn? Bleiben Sie mal schön draußen. So, ich stehe schon hier in der Lobby. Der Fahrer kommt in 5 Minuten. Aber da es so regnet, bleibe ich lieber hier stehen. So, der Fahrer kommt jetzt. Bye, bye. Da ist er schon. Good morning. Good morning. How are you? Fine, thank you. It's cold. It's cold inside. Boah, ich latsche jetzt hier durch Seminyak. Ich habe die falsche Adresse eingegeben. Also es gibt die Adresse von meinem Hotel zweimal. Und jetzt stehe ich da vor dieser Villa und denke, hä? Ja, jetzt gehe ich erstmal frühstücken, weil ich habe richtig Hunger. Und dann hole ich mir den nächsten Grab zurück. Jetzt sind es nur noch 10 Minuten von hier. Also keine Ahnung, was mir da passiert ist. So, ich frühstücke jetzt erstmal. Rucksack steht da. Und dann hole ich mir ein neues Grab. Das Problem ist, auf dem Rückweg, ich muss jetzt praktisch zurückfahren. Und da war die Straße so stark überflutet, habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. So, der Kaffee ist schon mal da. Ich sitze hier übrigens mitten an der Straße. Sieht zwar nicht schlecht aus, aber der Verkehr ist hier enorm. Das hat jetzt zwar eine Weile gedauert, sieht deshalb aber umso schöner aus. Es ist eine Smoothie Bowl mit Granola. Das war das teuerste Essen, was ich hier jemals auf der Insel gegessen habe. Hat 8 Euro und ein bisschen gekostet. So, ich warte jetzt auf den Grab-Fahrer. Ich habe mal gecheckt, was das Problem war mit der Unterkunft. Die Adresse scheint falsch zu sein. Ich habe jetzt nochmal den Namen der Unterkunft bei Grab eingegeben und das zeigt mir jetzt den richtigen Standort. Die Straße, die gibt es hier in Seminyak, aber nicht in Kuta. Ich frage am besten mal in der Unterkunft nach, was da passiert ist bei Booking.com. Schon wieder so kalt hier drin. Yes. Kuta. Ja. So, ich bin da. So heißt die Unterkunft. Das war jetzt der schwierigste Check-in auf ganz Bali. Erstmal ist das Zimmer noch nicht fertig, aber das ist jetzt kein Problem. Das hatte ich bei einer anderen Unterkunft auch. Lass ich einfach mein Gepäck hier und gehe schon mal ein bisschen. Ich habe extra so gepackt, weil ich es vermutet hatte. Dann muss ich 100.000 hier lassen als Deposit für den Schlüssel. Oh, donnert. Dann muss ich jetzt schon sagen, wann ich morgen früh frühstücken möchte. Ich weiß ja nicht, wann ich wach werde. Jetzt muss ich mir einen Wecker stellen oder ja. Schaut mal, der deutsche Strand. Pantai German. Aha. Hier in Deutschland scheint es auch geregnet zu haben. Der ganze Parkplatz ist überflutet. Oh, wow.
Der Mount Batu ist hier nur 80 Kilometer entfernt. Und trotzdem ist er eigentlich im Norden der Insel, also so groß ist Bali nicht. Tschüss, gute Reise! Also der Strand hier in Kuta ist so der erste Strand, wo ich sagen würde, okay, hier kann man schwimmen gehen. Und okay, hier kann man auch mit Kindern herfahren. Wir können hier am Strand Muscheln sammeln und Steine und hier ist so ein bisschen seichteres Wasser. Sowas finde ich immer witzig. Ist bestimmt eine coole Location hier mit solchen Zimmern, aber Beachfront-Villas? Weiß nicht, ob ich das als Strand bezeichnen würde. Nee, schaut mal. Der Agung ist auch zu sehen, der höchste Vulkan hier auf Bali. Agung? Ah, der Batur, der versteckt sich jetzt in den Wolken. Ja, da sieht man schon den Kuta-Strand. Pantai heißt ja mal Strand, Pantai Kuta ist das. What? Die erste Mall, die ich hier sehe. Na, die schauen wir uns mal an. Also bevor man hier reingeht, wird man hier erstmal gescheckt, ob man eine Knarre mit hat. Stinknormale Mall, würde ich sagen. Nee, war nichts für mich in der Mall. Oh, sieht schön aus. Aha, hier ist schon wieder Bahn verboten. Rote Flagge hängt da. Oh, hier scheint eine Zeremonie zu sein. Scheint jemand gestorben zu sein. So, jetzt bin ich hier am Kuta-Strand und hier fangen jetzt die Liegen an und alles. Hier verdünnisiere ich mich wieder. Ja, heute ist ja mein letzter Tag und ich habe noch zwei wichtige Sachen zu erledigen. Und zwar erstens brauche ich noch Früchte, die ich für meine Lieben mit nach Hause nehme, die sie noch nicht kennen. Und zweitens noch ein bisschen Wellness, eine kleine Massage oder ja, schauen wir mal, was sich da noch ergibt. Ja, der Kunstmarkt hier von Kuta, hier ist der Eingang. Es sind mehrere Gebäude und alles, was woanders auch gibt. Das wird hier alles in der Nähe von Ubud hergestellt. Da kann man das nämlich direkt beim Händler kaufen, wenn man es nicht hier in Kuta kaufen möchte. Ich glaube, Kuta ist ganz nice zum Ankommen. Das ist ja hier, also mein Hotel ist 11 Minuten zu Fuß vom Flughafen entfernt, also gut zum Ankommen, Akklimatisieren und ja, ich war ja in Sanur, war auch nicht schlecht, in Kuta ist ein bisschen mehr los und aber so für 2 Wochen Urlaub würde ich jetzt hier nicht machen, ist mir zu touristisch, man sieht viel zu wenig von der Kultur und alles. Ich muss aber dazu sagen, dass es in Sanur viel, viel günstiger war. Also generell der Süden, Canggu, Kuta, Uluwatu, ist praktisch doppelt so teuer als Sanur, Ubud und die Mitte und der Norden. Für unsere Preise ist das hier allerdings immer noch günstig. Ich habe heute Morgen für meine Bowl und den Kaffee 8 Euro bezahlt. In Ubud hätte ich 2-3 Euro bezahlt. Guck mal, Dattelpalmen. Dachte immer, hier gibt es nur Kokosnusspalmen. So, ich habe jetzt hier tatsächlich noch einen Fruchtmarkt gefunden und habe hier für zu Hause Mangostin und Duku gekauft. So, der Beutel voll hat 1,20 Euro gekostet. Garantiert Touristenpreise. Und ich muss mal gucken, was ich davon noch in meinen Rucksack kriege. Der Rest wird noch gegessen.
Hier in Granatäpfel. Sind aber noch nicht reif. So, ich bin da. Roomtour. Es ist Kühlschranktemperatur. Ja, ist okay. Und haben wir noch eine Terrasse vielleicht? Eingang. Gut, dass ich unten bin. Oh, warte mal, ich schimmel hier im Garten. Es scheint irgendwo eine Moschee in der Nähe zu sein. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem schönen Garten hier in Kuta. Mich hat es gestern komplett entschärft. Ich war hier in Kuta unterwegs und dann kam ich gerade noch so nach Hause hier. Eigentlich bin ich ja jemand, der den ganzen Tag durch den Ort rennt und sich alles anschaut. Aber ich habe es gerade noch so geschafft, bin dann mit dem Scooter gefahren und habe dann richtig hohes Fieber bekommen. Bin um 17 Uhr ins Bett gegangen und heute um 7 Uhr erwacht, also mit so ein paar Pausen, unruhig geschlafen und so weiter, geschwitzt, Schüttelfrost und allem drum und dran. Voll die Gliederschmerzen. Jetzt ist aber Abreisetag und ich muss jetzt gucken, vielleicht nehme ich doch irgendein Medikament oder was es wird. Also da denkt man natürlich hier in den Tropen an Dengue-Fieber oder tja, ich habe ja keine anderen Symptome weiter. Aber gut, wollen wir schauen. Jetzt gehe ich erstmal da frühstücken. Ich habe noch bis 12 Uhr Zeit hier auszuchecken und dann gehe ich langsam zum Flughafen. Die Unterkunft hier ist 11 Minuten Fußweg vom Flughafen entfernt. Vielleicht relaxe ich noch ein bisschen am Pool und ruhe mich ganz viel aus, dass ich den Flug bis morgen Abend überstehe. Ja, wer weiß, was das war. Ja, ich habe mich jetzt aufgerappelt. So sieht's hier aus. Backpack ist soweit gepackt. Ein paar Kleinigkeiten müssen noch rein. Da liegt auch noch ein bisschen was. Und hier ist mein Handgepäck. Aber ich habe noch jede Menge Kohle. Ich weiß nicht, ob ich die auf dem Flughafen loswerden kann, weil ich ja eigentlich in die Lounge gehe. Und darum gehe ich jetzt noch mal los, hole mir noch was zum Trinken. So, es ist soweit. Ich schleppe mich mit meinem riesen Rucksack zum Flughafen. 11 Minuten vom letzten Hotel entfernt. Und ja, kann noch mal kurz sagen, wenn ich noch mal nach Bali reisen würde, würde ich nicht mehr hier im Süden zwischen Canggu und Kuta mir Unterkünfte suchen, sondern generell rings um Ubud. Ubud ist einfach unbeschreiblich schön, trotz der vielen Touristen. Und wo es mir noch gefallen hat, auf der Uluwatu-Halbinsel, war es auch richtig schön, die Strände so. Und da ich aber mehr so der Naturtyp bin, doch eher so die Gegend rings um Ubud. Aber gut, ich habe es jetzt gesehen. Ubud wäre immer wieder ein Ziel für mich. Aber es gibt ja noch viele andere schöne Inseln in Indonesien. Wer hier lebt und mit dem Flugzeug wegfliegt, der kann seinen Roller einfach hier abstellen. Wahnsinn, wie viele Roller hier stehen. So, jetzt atme ich noch einmal frische oder besser gesagt, stinke Luft hier auf Bali. Und dann gibt es 25 Stunden nur noch klimatisierte Luft.
Durch die Tiefgarage geht's hier rein. Wie immer richtig viel los hier. Und ich sehe den Eingang schon. Tschüss, Bali. Es war mir eine große Freude. Die Departure ist oben. Unten ist Arrival. So, na dann. Zum letzten Mal. Tschö mit Ö. Bali. Ich musste ja im Hotel schon um 12 auschecken. Jetzt war ich natürlich ziemlich früh hier und komme nicht durch die erste Sicherheitskontrolle. Erst 3 Stunden vor Abflug. Und jetzt habe ich es mir hier in so einem Kaffee ein bisschen gemütlich gemacht und mein letztes Geld ausgegeben und lasse es mir jetzt erstmal schmecken. Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, Kanal abonnieren, Glocke nicht vergessen. Bis bald, ciao!